Moin. Letzte Woche habe ich einen wunderbaren Film über die Grande Dame der Sexualtherapie gesehen, Dr. Ruth Westheimer, 92 Jahre alt. Warmherzig, berührend und im weitesten Sinne politisch. Als Holocaust-Überlebende wanderte sie in den 50er Jahren in die USA aus und wurde dort bald zur Kult-Sexualtherapeutin. Der Film behandelt klug ihre bewegte Biografie. Man sieht sie witzig und schlagfertig mit ihrem typischen hessischen Akzent. Und angereichert ist es durch Ausschnitte aus ihren Fernsehsendungen und ihren Rundfunk-Sexualberatungen. Für mich ist die Tabubrecherin die personifizierte Anti-Prüderie, der in der Sexualität nichts normal ist. Ask Dr. Ruth läuft jetzt in den Kinos.